Na, zum Glück gibt es Autosaves. Ich bin sonst ziemlich aufgeschmissen jetzt gerade. Kann ich wenigstens jetzt das Tor auf? Danke. Endlich komme ich da rein. Wie komme ich jetzt wieder da? Ach so, genau. Ich muss das. Da. So. Hallo. Muss ich da drin das auch anwenden? Höchstwahrscheinlich, oder? Wird dann das Spiel früher oder später wieder abstürzen, weil es plötzlich irgendein Problem hat? Möglicherweise. Warum ist das Spiel abgestürzt? Ich habe keinen Schimmer. Was ist hier? Nix. Schade. Da schreit irgendwas hinter dieser Tür. Oh. Was ist denn für eine Salatgurke? Da fliegt was in der Gegend herum. Ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht interessant aus. Ist das irgend so ein chinesischer Drache, nur halt wiederum in Giftgrün und tödlich? Scheint so. Und so wie es sich anhört, gibt es hier anscheinend zwei von denen. Also ist es weniger geil. Hoffentlich kann ich die früher oder später umlegen. Nur Kohle, super. Ja, ich bin Fleisch. Stimmt. Und du bist Knochen. Und ich hab Schmerzen. Sag mal, die komischen Salatgurken schreien ja immer noch da draußen rum. Ah, hey. Hast du Strom an dir? Ich glaube ja. Ich habe doch gerade einen Finisher gesehen, oder nicht? Mann, dein Schild nervt, aber dein Schild sieht nice aus. Oh, was macht das hier? Okay. Dann darf ich mich mal wieder schön versteinern. Wobei, macht auch diese Versteinerung eigentlich hier ein Gewicht? Ich hoffe mal, ja. Okay, ich muss da oben hochklettern. Das ist, sehr schön. Bleibt der Stein... Ja, der Stein ist immer noch da hinten. Gut. Das Teil hält das Teil unten, das ist sehr nice. Wo kann ich jetzt hochklettern? Hallo? Wo war das überhaupt? Da vorne, okay. Na, dann fix nach oben, wa? Ist dahinter in dieser Figur irgendwas? Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, ich komme da sowieso, glaube ich, gar nicht hin, oder? Nee, scheint nicht so. Danke, Kamerafahrt. Ohne dich hätte ich jetzt nicht gewusst, welche Tür jetzt hätte hier geöffnet werden sollen. Ich meine, gibt ja nur zwei und eine da hinten ist schon offen. Hm. Hallo? Ach, du brauchst schon wieder eine Laterne. Ja, super. Bin ich jetzt hier gerade allen Ernstes wieder in einem Dungeon drinne? Oh, nö. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Was ist das denn da? Das sieht aus wie eine Waffe, glaube ich. Irgendwas ist da oben. Ich weiß nur noch nicht so genau, wie ich da hinkommen soll. Hm. Irgendwann werde ich schon einen Weg finden. Oh, was ist das denn hier? Ach so. Da dingen hier schon wieder. Lass mich mal raten. Ich muss mich teilen, oder? Okay, kann ich das... Nein, ich kann das nicht hier machen. Super. Was ist das denn? Kann man das bewegen? Ich glaube ja. Ach, das ist... Was? Okay. Ich bin gerade überfordert. Welche Taste ich... Nein. So. Muss ich ja ständig immer das Menü machen? Ich glaube nicht, oder? Ich kann es, glaube ich, auch zuweisen. Aber keine Lust so.
Sonst drücke ich irgendwann die Taste und bin dann plötzlich mitten im Kampf auf einmal geteilt. Das fände ich gerade sehr geil. Was macht das Ding? Das macht irgendwas, okay. Haben wir da oben irgendetwas, außer dass da irgendwie die Skybox kaputt ist? Okay, okay, ich teile mich hier wieder. Das ist nicht das, was ich jetzt eigentlich wollte. Teilen? Ich meinte, ich verbinde mich wieder. Ja, und nu? Das Ding da hinten kann ich nicht benutzen. Da ist nämlich ein Abgrund. Da brauche ich wahrscheinlich das Ding da hinten. Und hier? Kann ich angreifen und so... Oh, ja, kann ich. Gib mir mal die Knarre. Oh, okay. Dann gib mir mal das Ding in hier. Kann ich nicht die ganze Kristallgedönse hier wegmachen? Schade. Na gut, was brauche ich das dann hier? Hallo? Ich habe eine Kristallbombe in meiner Hand. Ich weiß, wie man damit umgeht. Glaube ich zumindest. Ach so, dafür, genau. Und mit dem tue ich wiederum die Tür offen halten. Wobei die Tür geht von oben nach unten zu. Nein, Quatsch, von unten nach oben und nicht von andersrum. Okay. Ja, super, jetzt komme ich hier mit dem Ding noch nicht mal raus, weil ich im Weg stehe. Wortwörtlich. Toll? Ich bin blöd. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss mich einfach nur oben drauf stellen. Quasi bevor ich mich verwandle, beziehungsweise teile. Und dann ziehe ich mich einfach schön darüber. Oh Gott, jetzt weiß ich, was ich da... Ja, Schnelldenker, ne? Bin nicht gerade ich. Tada! Hätte ja so einfach sein können. Yay! Und jetzt kann ich wieder raus aus diesem Körper da. Na, geht doch. Nur um mich dann direkt wieder zu teilen. Nein, ich will, da, so. Wobei, verdammt. Ich mach schon wieder falsch. Ich brauche einen Körper, damit ich ja dann überhaupt da reingehen kann. Ich sehe meine Kamera. Okay, da ist die Kamera. Mal haben wir denn da Nettes drinne? Bestimmt nur Schrott, oder? Yay, Gold. Das ist das, was ich überhaupt nicht will. Naja, was haben wir denn hier auf dieser Seite? Außer, dass da vorhin irgendwie die Skybox kaputt war und jetzt plötzlich ein Gang wieder ist, haben wir hier nicht gerade sehr viel. Okay. Hi. Was wollt ihr denn von mir? Ah, eine blaue Waffe. Super, ich bin jetzt nur für... zwei, drei Kisten hier hingekommen und... was? Was? Warum? Oh. Tunnel. Okay. Hab nichts gesagt. Ich hab einen Weg gefunden. Hatte also doch noch irgendeinen Sinn gehabt. Ich hätte jetzt gerade echt ohne Scheiß mir gedacht, was soll denn der Scheiß? Bin hier irgendwo hingelatscht für nix. Ist das jetzt der Schlüssel? Lass es den Schlüssel sein. Ja, es ist der Schlüssel. Supi! Da, fress das Ding! Was haben wir da hinter der Tür Nummer 3? Wieder ein Gang, super. Wo kommst du denn her? Ich hätte hier keine eingeladen. Ist das eine Brücke, die sich dreht? So kommt mir da nämlich gerade vor. Schon wieder so eine komische Markierung. Hier geht's aber sehr tief runter. War da was? Oh ja, noch eine Seite vom Buch der Toten. 4 Seiten fehlen mir nur noch, damit ich das zweite Kapitel fertig habe. Super! Und ich habe das erste Kapitel ja noch nicht mal abgegeben. Nein, ich habe
Was habe ich da gerade genommen? Ein Heiltrank. Oh nein. Jetzt habe ich einen Heiltrank gesoffen. Jetzt weiß ich noch nicht einmal, wie viel Gesundheit ich jetzt eigentlich verballert habe. Ich muss jetzt mit dem Ding... okay. Der wird sich jetzt wahrscheinlich wieder zurückdrehen, oder? Okay. Nach da unten hingehen kann ich nicht. Da vorne ist ein Artefakt, das ich übersehen habe. Nach da unten hingehen kann ich mit der Statue nicht, weil das ist die... weil da die Reichweite zu kurz ist. Okay. Achso, Quatsch. Artefakt kann ich, habe ich gar nicht übersehen. Konnte nur noch gar nicht hingehen. Oh. Offensichtlich funktioniert es wohl doch, dass ich meinen Körper da unten lasse und dann mit den Geistern da durch die Gegend marschiert. Das ist... super. Ich glaube, ich tue mal demnächst weniger denken. Weil dann könnte ich wahrscheinlich mehr erreichen, als wenn ich denken tue. Wobei, es wird gerade wieder so schwummerig. Das ist nicht gut. Benutze den Hebel. Okay, jetzt wird es wieder normal. Okay, cool. Jetzt habe ich wenigstens die Laterne offen. Das ist auch schon mal was. Ist das eine Tür? Keine Ahnung. Super, ich kann jetzt da hinten hin, wo ich jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich hätte hingehen sollen. Geil! Hat sich eigentlich irgendjemand den Weg gemerkt, um zu dem Typen hinzukommen, den ich die Laterne jetzt geben darf? Weil ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo der war. War der hier irgendwo? Ah, ja, da vorne ist er. Gut. Das ist schön. Das wollen wir doch so haben. Dich ziehe ich erstmal. Du solltest eigentlich da unten landen. Aber okay, dann helfe ich dir mal ein bisschen nach. Bye. Ja, super. Und das Item liegt da vorne. Kann ich das haben? Cool. Funktioniert. Ja, meins. Und da hast du deine komische Laterne. Wo kann ich jetzt hin? Was bringt das jetzt, da hinten hinzukommen? Wobei, ich glaube, ich habe gerade gesehen, dass hier eine... Ah, okay. Da vorne ist eine Seite vom Buch der Toten und da vorne ist eine Blücke. Oh, hallo. Du schon wieder. Gott, dass es hier alles so verwinkelt sein muss. Tagchen. Und adios. Hier geht's irgendwo runter? Ach so, zur Brücke, okay. Willst du auch meine Axt haben? Kannst du gerne kriegen. Und tschüss. Hat dir der Haarschnitt, den ich dir mit der Axt verpasst habe, gefallen? Ich hoffe sehr. Meins? Ihr habt zwar keine Ahnung, was ich mit dieser Bombe mache, aber ich mache Dinger damit. Ja, da oben ist ein Artefakt, sehr schön. Was soll ich mit dem Artefakt, mit der Bombe? Ich hab keinen Schirm, ich werf die einfach irgendwo hin, so, tschüss. Ist der da vorne runtergegangen? Ich glaube ja. Warte, dann brauche ich wieder meine Körper. Es war vielleicht ein bisschen früh, oder? Ja, ich glaube schon. Ich sollte dich vielleicht ein bisschen woanders hinstellen. Okay, ich spring erstmal den Tod runter. Genau, so ist's brav. So machen es die intelligenten Leute. Die springen einfach in den Tod. Ja, und wie komme ich jetzt darüber? Hat darauf jetzt einer meine kluge Antwort? Da vorne ist gerade ein Hebel, sehe ich gerade. Wo kommt der denn auf einmal her? Ach so, ich tu die. Das fällt ja aber früh ein. Jetzt habe ich extra wegen dem Mist nochmal den Körper da teilen. Na, was haben wir denn hier so Feines? Hier muss doch irgendwas Tolles sein. Irgendein Hebel, Schalter oder was weiß ich was. Okay, hier haben wir irgendein olles Mädel. Noch eins.
eine tolle Kiste. Und mehr nicht. Und tschüss. Schon wieder so ein Kristall. Ja, und mehr nicht. Das war's jetzt. Ich hab jetzt nur wegen dieser einen Kiste... Nö, ne? Oh, Menno. Jedes Mal dieselbe. Ah, okay. Hier geht's irgendwo hin. Vielleicht sollte ich wahrscheinlich eher die Klappe halten und erst gucken, ob es irgendwo hingeht und nicht irgendwie schon rummeckern. Ich bin schon wieder hier, ja super. Was habe ich jetzt davon? Ich bin jetzt gerade wirklich irgendwo hingegangen, wo ich jetzt irgendwie nichts von hatte. Oder kann ich vielleicht irgendwie darüber springen? Kann ich von hier aus irgendwie darüber? Ja, ich weiß. Bombe! Geht doch! Das alles nur, um mal eben so ein paar Stacheln nach unten zu jagen. Manno. Und währenddessen brüllt da immer noch diese komische grüne Salatgurke herum. Super. Langer Gang. Langer Gang ohne Boden, aber mit Stachel. Sehr schön. Ist da was hinter mir? Nein, schade. Lass mich mir raten. Die Tür links geht nicht auf, sondern nur das Gitter, ne? Ja, war klar. Hallo. Könnt ihr mal hier aufräumen? Hier sind viele Knochen herum am liegen. Warte mal, was? Ich bin jetzt wieder... warum bin ich hier? Was? Wieso? Warum bin ich denn jetzt wieder hier unten? Was soll das? Ich könnte nach oben klettern. Warum? Wo bin ich hier? Oh, okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin, aber es sieht anders aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier sein sollte oder ob das jetzt irgendwie ein anderer Weg ist. Ich habe keinen Schimmer. Ich glaube, ich gehe gerade irgendwie einfach nur rückwärts. Ist das jetzt einfach nur ein alternativer Weg, oder was? Ah, okay, wie haben wir irgend so einen ollen Schalter wieder einmal? Ach, da ist der olle... Okay, jetzt ist das da vorne offen. Sehr nice. Jetzt kann ich endlich von hier weg, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass da gleich ein Tumor kommt. Okay, wir haben sogar drei Tumore herumlaufen. Das ist sehr schön. Na, dann gib mir mal den Bosskampf. Oder Mini-Bossfight. Oder was auch immer das jetzt gerade ist. Tumorkrampf. Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, Spiel, dass die drei Typen da, die da herumwackeln, einfach nur Deko sind, oder? Oh, hi. Dich habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet, aber okay. Ich weiß zwar immer noch nicht so richtig, wie ich dich effektiv auseinandernehme, aber wird schon irgendeinen Weg geben. Der Gegner dauert irgendwie immer so ein bisschen. Ach, jetzt kommst du. Okay. Du hast ein schönes Grinsen.
Nur einer? Ach, Menno. Ich hätte gern gegen euch alle drei gleichzeitig gekämpft. Ja, super. Okay, ich habe fast gar keine Gesundheit mehr. Und jetzt kotzt er erstmal schön durch die Gegend. Das ist sehr nett von dir. Wie hast du mich getroffen? Vor allem mit was hast du mich getroffen? Ach, okay. Ihr kommt doch alle drei. Das ist, schön. Ach, weißt du was? Reaper-Gestalt. Die regelt schon. Ach was, wie? Ist dein anderes Tor jetzt auch aufgegangen? Jo, scheint so. Okay, super. Auf dem halben Weg, wo der eine fast down war, kommt der andere plötzlich angeschwabbelt. Sehr schön. Und ich habe keinen Heiltrank mehr. Meine Gesundheit. Kaum kriege ich mal Gesundheit durch meinen Teleporterschlag wieder, kriege ich sie auch schon wieder abgezogen von dem Typen. Das ist jetzt gerade nicht gerade geil. Okay, ich weiß jetzt nicht, was das gewesen war, aber das sah nett aus. Okay, ja, da kriege ich wieder seinen Tumor ins Gesicht. Nein. Jetzt sag nicht, ich muss alles nochmal von vorne machen. Oh Gott, ich muss wirklich alles von vorne machen.